Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was denkst du, was ist die größte Furcht des Menschen? Du darfst dir innerlich eine Antwort geben. So, vor 20 Jahren, da hat man in Amerika eine Umfrage gemacht, was ist deine größte Furcht? Und dann gab es viele Antworten. Ich habe mir die ersten drei rausgesucht und ich stelle euch sie vor. Einmal leuchtet einmal die Antworten und ihr dürft euch einen Buchstaben auswählen. Die Reihenfolge, was denkt ihr? Wie haben die Menschen gewählt? Was ist die größte Furcht? Ist es zuallererst Höhe, dann Schlangen und dann öffentlich reden? Oder ist es öffentlich reden, dann Höhen, dann Schlangen? Oder ist es Schlangen, öffentlich reden und dann Höhen? Dürft ihr auch einmal auswählen. Und wenn ihr recht habt, könnt ihr nachher, wenn ihr Kaffee trinkt, allen sagen, dass ihr die Besserwisser wart. So, habt ihr alle gewählt? Gut. Dann könnt ihr eine Seite weitermachen. Die Antwort ist C gewesen. Das Erste, was die Menschen in Amerika fürchten vor 20 Jahren, war Schlangen. Das Zweite, Reden vom Publikum. Und das Dritte, Höhenangst. Seht, es gibt etwas sehr Interessantes in diesen Antworten oder in diesen Befürchtungen. Schlangen, das ist uns doch klar, oder? Schlangen sind oft giftig. Und dazu noch schnell, und das ist keine beruhigende Kombination. So, und das andere, Höhen. Demjenigen, der Höhenangst hat, dem scheint so, als sei diese Höhe bedrohlich oder sie ist tatsächlich bedrohlich und deswegen hat er Angst um sein Leben. Und deswegen schreibt er das oder sagt er das, das ist seine größte Furcht. Aber das zweite, das Reden vom Publikum, gehört in eine ganz andere Kategorie. Und ich möchte gleich nochmal ein wenig in der Predigt darauf eingehen. Behaltet das einmal im Kopf. Mein Text habe ich gewählt, wo auch eine Furcht eine Rolle spielt. Ich habe einen kleinen Text aus einem größeren Text herausgerissen, die Begegnung des Engels mit den Hirten. Kurz zuvor wird beschrieben in der Bibel, wie Jesus geboren wird. Und dann eilt ein Engel zu diesen Hirten, diese Geburt ihnen zu verkündigen. Lasst uns gemeinsam aus der Bibel lesen oder lasst es mich euch vorlesen, wie es dann geschrieben steht. Gleich danach. Und der Engel sprach zu ihnen, also der Engel erscheint ihnen, sie erschrecken sich und es steht, sie fürchteten sich sehr und dann steht Lukas 2, Vers 10 und 11. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch, große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Ich wurde heute beauftragt, über das Thema zu sprechen, worum geht es an Weihnachten. Und ich habe euch heute oder eben gerade die Antwort des Engels auf diese Frage beantwortet. Ich möchte diese Antwort von ihm in drei Schritte aufdröseln und euch nahe bringen. Worum geht es an Weihnachten? Es geht an Weihnachten um Furcht, es geht an Weihnachten um Freude und es geht an Weihnachten um dich. Wenn du eine Suppe kochst, dann werden dir wahrscheinlich die einzelnen Zutaten dieser Suppe einzeln nicht schmecken. Also am Ende schmeckt die Suppe gemeinsam, bei mir schmeckt sie, wenn ich Glück gehabt habe. Aber einige Mütter, die sind richtig gute Köche. Und wenn sie alle Zutaten zusammenmischen, dann gibt es am Ende eine gute Suppe. Aber wenn sie diese Zutaten vorher essen würden, das würde überhaupt nicht schmecken. Und heute ist meine Predigt so ähnlich. Wenn ihr die einzelnen Zutaten bekommt, dann wird es euch einiges nicht schmecken, was ich sage. Aber wenn ihr das ganze Bild dann seht, dann hoffentlich versteht ihr den Sinn meiner Rede. Und so beginne ich gleich mit der ersten Zutat. Es geht an Weihnachten um Furcht. Die Engel sagen, fürchtet euch nicht.
Ich habe die Predigt extra mit Furcht begonnen, weil wir diese hier auch im Text finden. Furcht und Angst gehört zum Menschsein dazu. Und die Vielfalt und Stärke von Ängsten, die ist so groß, da kann man keinen Überblick drüber bekommen. Aber dies hier in unserem Text ist keine gewöhnliche Angst, wie zum Beispiel Platzangst oder Höhenangst. Mehrere Hirten begegnen einem Engel und es steht im Vers 9, sie fürchteten sich sehr. Und ihr müsst wissen, Engel, das waren die Wesen, die oft Gottes Gericht ausgeübt haben. Sie waren rein, sie waren heilig und in unserem Text steht, sie strahlten von der Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, also die Hirten wurden umleuchtet von der Herrlichkeit, die der Engel ausstrahlte, und sie fürchteten sich sehr. Die Hirten fürchteten bestimmt auch Engel, weil es etwas Neuartiges war. Er kam in der Nacht, dieses plötzliche Erscheinen erschreckte sie auch. Aber was am stärksten einen Menschen erschüttert, ist nicht die Erscheinung eines Engels, sondern die Herrlichkeit, die dieser Engel an sich trägt. Der Engel hat etwas, was der Mensch selbst nicht besitzt. Wir haben heute diesen Vers in der Bibel gelesen, oder der Bruder hat es uns vorgelesen, Römer 3, 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen oder haben oder ihnen fehlt die Herrlichkeit, die sie vor Gott eigentlich haben sollten. Bemerkt, wie stark hier der Verlust der Herrlichkeit mit Sünde zusammenhängt. Hast du Herrlichkeit, dann hast du keine Sünde. Hast du Sünde, dann hast du keine Herrlichkeit. Und diese Engel, die haben keine Sünde. Sie strahlen von der Herrlichkeit Gottes. Und der Moment, in dem du einen herrlichen Engel siehst, ist der Moment, wo du merkst, ich habe keine Herrlichkeit. Und das macht einem Furcht. Vielleicht warst du schon mal auf einer Feier eingeladen. Einige kennen diesen englischen Begriff, der ein bisschen eingedeutscht wurde, overdressed oder man sagt manchmal auch underdressed. Also du wirst auf eine Feier eingeladen und du denkst, ach, da wird es ganz entspannt sein. Vielleicht haben das heute auch einige hier gedacht. So, und dann kommst du mit so einem Nike-Pulli und einer Jeans, so eine schön schlabrige Sneaker, alles in Ordnung. Und du kommst da rein und alle, ausnahmslos, haben ein Smoking an und ein weißes Hemd und eine Fliege. Ich sag dir, der Moment, wo du die anderen siehst, ist der Moment, wo du merkst, du bist hier falsch am Platz. Du bist komplett unperfekt, du bist komplett unpassend gekleidet. Und seht, das ist auch mit Herrlichkeit der Fall. Wenn du Herrlichkeit siehst an einem Engel, das Erste, was du merkst, ich habe diese Herrlichkeit nicht. Und das jagt einem Menschen mehr Angst ein, als es je eine Schlange tun könnte. Zurück zu der Umfrage. Warum landet denn das Reden vor Publikum auf dem zweiten Platz? Oder ist so weit vorne? Also, wir verstehen, beim Reden vom Publikum, da wird das Leben nicht bedroht wie bei den anderen beiden Sachen. Ich glaube, dass der Kern dieser Furcht nah mit der Furcht verwandt ist, die wir hier im Text finden. Im Publikum sind oft Menschen, die den Redner verurteilen, weil ihnen nicht gefällt, wie etwas gesagt wird oder was der Redner sagt. Und dann ist ein Publikum ganz automatisch, die beurteilen und dann verurteilen sie auch so einen Redner. Und dieses fürchtet der, der spricht. Und dann wird die Angst noch weiter gesteigert, weil wenn du vor allen Leuten sitzt oder stehst und sie dich genau mustern, dann ist der bekannte Vorführeffekt, dass du gerade dann Fehler machst. Nun, ich nehme Matthias, der hat sich viel Mühe gegeben, den Text auswendig zu lernen, aber als er stand, fing er ein wenig an zu stottern. Zu Hause konnte er es, ich bin mir sicher, perfekt. Er nimmt mir es nicht übel, ich kenne ihn. Aber wo er hier vor allen stand, da war in ihm etwas, was ihn störte, sich an das zu erinnern, was er vorher so gut auswendig gelernt hat. Und diese Fehler, weil du vor vielen redest, diese Fehler bringen noch mehr Gefahr zur Verurteilung. Und wenn du dann diese Fehler machst, dann kriegst du ganz viel Kritik. Diese Menschen,
die diese Furcht als ihre zweit- oder als ihre größte genannt haben, die fürchten eigentlich nicht das Reden vor Publikum. Wisst ihr, was sie fürchten? Sie fürchten, sich schlecht zu reden, dann beurteilt zu werden und vor vielen Leuten verurteilt zu werden, unperfekt zu erscheinen, unpassend und unrichtig. Und seht, genauso ist es mit der Furcht aller Menschen gegen Gott, die in Erscheinung tritt, wenn du der Herrlichkeit Gottes begegnest. Das Erste, was du merkst, ich habe diese Herrlichkeit nicht. Und das ist ein Problem. Seht, genau diese Furcht, genau diese hat ihren Kreissaal und ihre Geburt im Garten Eden, wie wir es heute schon gehört haben, gehabt. Als der Mensch zum ersten Mal sündigte, das Gebot Gottes missachtete und sagte, ach, ich mache einfach das, was ich will, und nahm diese Frucht und aß davon, die Gott verboten hat. Zuvor ging der Mensch mit Gott im Garten Eden spazieren. Er hat mit ihm gute Gemeinschaft gehabt. Und wisst ihr, was nach dieser Sünde geschieht? Der Mensch beginnt sich an zu fürchten, fängt an sich zu fürchten vor dem Gott. Und als Gott kommt, versteckt er sich vor diesem Gott und merkt, er ist komplett unpassend. Vorher war ja alles in Ordnung, aber hier ist er ganz unpassend. Und oft ist es so, dass wir nichts von dieser Furcht merken, bis es auf das Grab zugeht. Die wird dann dadurch noch größer, weil die Begegnung mit Gott dir bevorsteht. Es ist wie bei einer Prüfung, habt ihr bestimmt schon mal alle geschrieben und eine Woche davor habt ihr gesagt, ich kann mich noch 3, 4, 5 Tage ausruhen und am letzten Tag, da fange ich an zu lernen, mich darauf vorzubereiten. Und ihr wart so sicher und so zufrieden und dachtet, locker werde ich das alles packen. Aber als ihr vor dieser Prüfung standet, da habt ihr gesagt, oh, hätte ich doch lieber besser gelernt. Und als ihr die Prüfung geschrieben habt, da habt ihr gesagt, hätte ich doch viel mehr gelernt, als ich gedacht habe, dass ich gelernt haben müsste. So, und seht, so ist es auch mit Gott. Je näher du Gott kommst, seiner Herrlichkeit entgegenkommst, deinem Tod entgegenkommst, wo die Begegnung mit Gott dir bevorsteht, desto mehr Furcht kommt über dich. Man fürchtet sich davor, dem heiligen Gott unrein zu begegnen, sündig vor dem heiligen Gott zu erscheinen, schlecht vor dem guten Gott zu sein, als Ungerechter in dem gerechten Gericht Gottes zu sein. Es ist dem Menschen ja bestimmt nur ein einziges Mal zu sterben. Also da kannst du vegan sein, wie du willst. Tod ist allen sicher. Und das ist nur ein einziges Mal. Und danach steht das Gericht. Du hast keine zweite Chance. Und man fürchtet sich davor, vor diesem Gott zu erscheinen, von ihm beurteilt zu werden und dann verurteilt zu werden. Und Gott hat Sündern nichts Gutes verheißen. Diese Furcht hat auch guten Grund. Denn du und ich wissen gründlich genau, dass das, was wir in unser Leben gelebt haben, dass es nicht mit den Geboten Gottes übereinstimmt. Dass wir tausendfach diese Gebote gebrochen haben und unser Gewissen hat oft gebrannt von unseren Taten, aber wir haben es missachtet. Und dieses Auseinandergehen der Gebote Gottes und deinem Leben, das ist die Ursache von der Furcht des Menschen gegenüber Gott. Die Bibel nennt das Sünde. Es geht am Weihnachten genau um diese Furcht. Um diese Furcht und diese Angst vor dem gerechten Gericht Gottes an uns. Aber schaut, was die Engel in unserem Text sagen. Fürchtet euch nicht. Und diese Botschaft, das bringt das Weihnachtsfest den Geängstigten. Wir halten fest, der Mensch fürchtet sich vor Gott, weil er Sünde hat und vor ihm unperfekt ist. Er hat keine Herrlichkeit. Also Gott verlangt vor dir, dass du im Smoking erscheinst. Schön gekleidet, aber du kommst nur mit Klamotten von Kick. Da hast du sie eingekauft. Das wird nicht reichen vor Gott. Und das Zweite, der Mensch fürchtet das Gericht Gottes, weil Gott hat gesagt, das Gericht, was er ausüben wird, das wird ewig sein. Da gibt es kein Ende. Da gibt es keine Hoffnung, dass es mal zu Ende ist. Es ist endgültig. Es ist nur ein einziges Mal. Und dann ist die Sache entschieden. Du hast keine zweite Chance. Nun, die Engel, die verbieten nicht nur diese Furcht,
sie verkündigen dazu Freude. Und da bin ich schon bei der zweiten Zutat. Es geht an Weihnachten um Freude. Ich verkündige euch große Freude, sagt der Engel. Also damit du und ich uns uneingeschränkt freuen können, da muss diese Furcht weg. Ich sage nicht, dass man als Ungläubiger oder als nicht mit Gott Versöhnter sich nicht freuen kann. Ihr freut euch an Geld, ich auch. Das sei allen gesagt, die mich umgeben und mir was schenken wollen. Ihr freut euch an Geschenken, ich auch. Ihr freut euch an kleinen Kindern, ich auch. Aber wisst ihr, was mit allen diesen Freuden geschieht, wenn ihr dem Tod gegenübersteht? Sie erfreuen euch nicht mehr. Das sind kleine Freuden. Ich habe das Tagebuch eines Krebskranken gelesen. Der hat ein Buch, wurde veröffentlicht, nachdem er starb. Und mit dem Herannahen seines Todes verlor alles, was vorher ihm Vergnügen bereitete, auf einmal verlor die Kraft, ihn zu erfreuen. Und er sagte, die Leiden, die ich an meinem Körper durchmache, die sind nicht so schlimm wie die Leiden, die ich an meinem Inneren durchmache. Der Riss in meiner Seele hat eine größere Wunde als der Riss an meinem Leib. Seht, und gerade weil im Angesicht des Todes, im Angesicht der Begegnung mit Gott und der Herrlichkeit Gottes alle Freuden nicht sind, sagt hier der Engel, nicht nur ich verkündige euch Freude. Er sagt, denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Eine Freude, die du haben kannst, auch im Angesicht des Todes. Diese Freude ist die Auflösung deiner Feindschaft mit Gott. Diese Freude ist die Auflösung der Furcht, die auch die Hirten hatten. Der Engel predigt hier den Hirten. Gott hat sich vorgenommen, dich aus deinem unseligen Zustand herauszuretten. Er ließ den Retter kommen mit dem Namen Jesus. Nun, alle, die regelmäßig in der Bibel lesen, denen erzähle ich jetzt nichts Neues. Aber vielleicht liest du nicht so oft in der Bibel und weißt es nicht. Das Problem bei der Lösung dieser ganzen Sache, deiner Sünden und der Beziehung zu Gott, die gestört ist durch Sünde, das Problem ist, dass Gott nicht einfach vergeben kann. Das ist das größte Problem der ganzen Bibel, dass Gott dir nicht einfach vergeben kann. Seht, wenn ich die Scheibe bei meinem Bruder bei seinem Auto einschlage, dann kann er mir schon mal vergeben, ohne dafür etwas, zu fordern, von mir eine Bezahlung zu fordern. Aber wenn ein Mörder einen Menschen ermordet oder einen Raubüberfall macht, dann kann nicht der Richter einfach sagen, du, einmal ist keinmal, ist schon in Ordnung, passiert halt. Nein, der Richter, der muss diese Sünde oder diese Gesetzesübertretung bestrafen, damit Gerechtigkeit geschieht. Und so steht das auch über Gott. Gott ist ein gerechter Richter. Er kann nicht einfach vergeben. Jemand muss für dich zahlen, sonst wird Gott nicht vergeben. Und ich versichere euch eine Sache, es wird nicht einen Menschen geben, der in den Himmel kommt mit nur einer einzigen Sünde, sei sie so klein, wie sie auch ist. Aber hier herein knallt diese Freudenbotschaft, euch ist ein Retter geboren. Wenn du vor Gott, der dir das Leben gab, furchtlos leben willst, wenn du vor ihm furchtlos treten willst, dann muss jemand deine Schulden übernehmen, damit Gott dir überhaupt vergeben kann. Jemand muss bezahlen. Jemand muss die Last deiner Sünden auf seine Schulter nehmen und selber vor Gott sich hinstellen, als sei er genau du. Jemand muss deine Furcht tragen und daran zugrunde gehen. Jemand muss sterben für Sünde, denn der Lohn der Sünde, steht es in der Bibel, das ist der Tod. Sie fordert das. Die Sünde fordert den Tod. Und wenn jemand das tun würde, dann würde Gott dieses als Sühnung akzeptieren. Wenn jemand so mit deinen Schulden vor ihn tritt, selber sündlos ist, nicht selber für seine eigene Schuld bezahlen muss, sondern mit deiner vor Gott tritt und alles zahlt. Und diese Bibelstelle kündigt genau diesen jemand an. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Gott kommt in Jesus als Mensch, um solche zu retten, die keine Herrlichkeit haben, die nichts zu bringen haben als Sünden.
Und dieser Jesus lebt selber ein vollkommenes Leben, voller Herrlichkeit. Und er nimmt den Grund und die Ursache für deine Furcht vor Gott auf sich und tritt so vor ihn, als sei er du. Und in diesem vor Gott treten, ergeht es ihm so, wie es dir ergehen sollte, wenn du mit deinen Sünden vor Gott trittst. Und wisst ihr, wie es Matthäus, der Evangelist, der mit Jesus 3 Jahre mitgegangen ist, der das alles beobachtet hat, was er schreibt? Er schreibt in Matthäus 26, 37, in dem zweiten Teil, als Jesus anfängt, diese ganze Schuld von der Welt auf sich zu nehmen, wisst ihr, was dann über ihn heißt, wie es über ihn heißt? Es heißt, und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Und Markus, der andere Evangelist, sagt in 14,33 im zweiten Teil auch, und er fing an zu erschrecken und ihm graute sehr. Und Lukas, der andere Evangelist, er sagt und er in Lukas 22,44, und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger, sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Seht, diese Furcht, die du hast, Jesus nimmt deinen Platz ein. Er nimmt deine Furcht, er nimmt deine Sünde, er nimmt deinen Schuldschein und tritt vor Gott, als sei er du und trägt deine Schuld und deine Furcht und deinen Tod. Und das ist diese große Freude von Weihnachten, dass derjenige geboren ist, der das zu tun vermag, der die Schuld der Welt auf sich nehmen kann. Wenn jemand heute deinen Kredit übernehmen würde, dann würdest du himmelhoch jauchzen. Du würdest sehr froh sein, wenn du einen hast. Seht, aber Jesus hat viel mehr getan. Er hat den großen Schuldenberg, den du niemals abbezahlen kannst, keine Hoffnung für Bezahlung. Er hat ihn auf sich genommen und ist vor Gott getreten und hat dafür bezahlt. Deswegen sagte ich vorher, dass niemand, der nur eine einzige Sünde hat, in den Himmel kommt. Entweder hat Jesus alle deine Sünden auf sich genommen und du bist frei, oder du trägst vor Gott selbst diese Schuld. An Weihnachten geht es um die Freude, dass eine Möglichkeit geschaffen hat, dieser Furcht zu entrinnen. Aber es geht an Weihnachten auch um dich. Seht, was in unserem Text steht. Er sagt, die allem Volk widerfahren soll. Die Freude soll allem Volk widerfahren, also direkt gesprochen auch dir. Alle, die ihr mich heute hört, diese Botschaft gilt euch. Euch ist ein Retter geboren. Und wir feiern an Weihnachten die Geburt dieses Retters. Du kannst dein Verlorensein leugnen und wie eine Woche vor der Prüfung sagen, alles gut, ich werde schon vor Gott bestehen. Es wird alles gut werden. Ich werde mich auf meinem Sterbebett bekehren. Du kannst alles heute Gesagte ignorieren und an diesem Retter vorbeigehen. Aber du bleibst und bist verloren. Und wenn die Begegnung mit Gott dir bevorsteht, dann hat diese Furcht dort ihren Geburtsort. Seht, diese Rettung, die passiert nicht pauschal an dir vorbei. Die musst du persönlich annehmen. 7 Millionen Menschen haben wahrscheinlich gestern im Lotto gespielt. Ich weiß nicht, ob jemand gewonnen hat. Aber durchschnittlich spielen 7 Millionen Deutsche im Lotto. So, und sagen wir mal, einer dieser Leute, die gespielt hat, der hat gewonnen und weiß das nicht, hat seinen Schein nicht kontrolliert und denkt, ich habe sowieso wieder verloren. So, nun ist theoretisch dieser Mann sehr reich, aber er weiß nichts davon. Er muss das einlösen, damit das Geld wirklich da ist. Und seht, genauso ist es auch mit der Rettung. Theoretisch seid ihr alle reich. Theoretisch seid ihr alle gerettet. Aber ihr müsst es einlösen. Wenn ihr nicht oder wenn du nicht persönlich zu Gott kommst und ihm sagst, Gott, ich bin nicht so perfekt, wie ich immer von mir denke. Ich bin nicht so gut, wie ich meine. Du kennst das Innerste meines Herzens. Und das ist mein größtes Problem. Aber du hast gesagt, du sendest einen Retter, der mich von dieser Schuld frei macht. Ich will an dieses Opfer glauben, was du gebracht hast und das als mein persönliches annehmen. Dann gilt diese Rettung auch dir. Automatisch gilt in diesem Fall auch gar nichts. Du bleibst und bleibst ein armer Schlucker, wie wenn du den Lottoschein nicht einlöst.
wenn du nicht zu Gott kommst mit deiner Bitte. Und alle, die diesen Gott, diese Rettung von Gott annehmen, hat Gott gesagt, diese werde ich retten. Und er versichert ihnen das ewige Leben. Und er versichert ihnen, dass sie schuldfrei ausgehen. Es geht an Weihnachten auch um dich persönlich. Im Osten erzählt man eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie wahr ist, aber man sagt, dass einer der Könige einmal in einen Wald ritt mit seinen Freunden oder seinen Bekannten, die ihn umringten. Und die ritten unbewaffnet los. Und als es die Nacht hereinbrach, wollten sie die Rückreise antreten, als sie fanden, dass sie von einem Rudel Wölfe umzingelt waren. Nun, die Pferde wurden zum Galopp angetrieben und liefen von diesen Wölfen weg. Aber es schien immer schlimmer und schlimmer und die Wölfe kamen immer näher. Und als die Wölfe so weit waren, wo alle keine Hoffnung mehr hatten, da nahm ein Mann und warf sich vom Pferd. Und die Wölfe hörten auf, diese Leute zu verfolgen und fraßen diesen einen auf. Und du sagst, was für ein Held, was für ein Mut, den König so zu retten, dass er sich selber opfert, damit der König weiterleben kann. Aber wie schön diese Geschichte auch ist, es gibt eine noch viel, viel schönere und wirklich wahre. Und bei dieser Geschichte, da wirft sich der König vor die Wölfe, damit du gerettet werden kannst. Jesus, der König, wirft sich für dich vor den Wagen. Er wirft sich in deinem Kleid vor Gott und lässt dich behandeln, wie du es verdienst. Er gibt dir die Herrlichkeit, die dir fehlt vor Gott und nimmt die Sünde, die du hast, auf sich. An Weihnachten schauen wir zwar immer wieder auf die Krippe, aber die Krippe, die schreit uns an, schaut auf das Kreuz, weil dort am Kreuz betrifft die Errettung dich persönlich. Ich habe drei Punkte gehabt. An Weihnachten geht es um Furcht, an Weihnachten geht es um Freude und an Weihnachten geht es um dich. Aber ich habe etwas ausgelassen und das habe ich mit Absicht gemacht. Das soll seinen ganz eigenen Platz haben. An Weihnachten geht es um Jesus Christus, den König, der sich für seine Geschöpfe aufgibt, der seine Herrlichkeit auszieht, deine Sünde anzieht, vor Gott tritt, sich fürchtet, unter Qualen stirbt, nach 3 Tagen aufersteht, in den Himmel auffährt und dann nach 40 Tagen in die Herrlichkeit Gottes geht, wo er jetzt ist, um diejenigen zu retten, die ihm vertrauen und diejenigen zu richten, die ihm nicht vertrauen. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Lasst mich noch zum Abschluss beten. Amen.